Mich hat der Langstreckensport am meisten fasziniert. Die Formel 1, das ist das Spannendste im Moment. Es fokussiert sich alles auf einen extrem kurzen Zeitraum. Aber nach anderthalb Stunden ist alles vorbei und dann denkt man schon an das Rennen in zwei Wochen. Ein Langstreckenrennen läuft komplett anders ab, speziell 24-Stunden-Rennen. Das sind in Wahrheit 40-Stunden-Rennen. Ja. Man steht am Samstagmorgen auf, beginnt mit den Rennvorbereitungen und geht am Sonntagabend ins Bett. Und dann ist man physisch und mental fertig. Und wenn man sowas nach 24 Stunden gewinnt, das ist einfach unvergleichlich. Und ich habe also generell in diesen 24 Stunden oder 40 Stunden nicht geschlafen, habe mich selten hingesetzt, um nicht müde zu werden, bin meistens in der Box auf und ab gegangen. Und da ist also, das ist eine so eigenartige und so besondere Atmosphäre, das kann man in der Formel 1 nicht erleben. Man hat also sehr wohl auch Momente, wo man das Umfeld erfasst. In der Formel 1 sitzt man anderthalb Stunden vor dem Bildschirm und ist komplett fokussiert. Beim Langstreckensport kriegt man viel mehr mit, was um einen herum passiert, was machen die anderen Teams. Und mir hat die Atmosphäre immer mehr getaugt. Es geht natürlich auch familiärer zu. Das ist vielleicht das, was man früher auch in der Formel 1 vielleicht noch hatte, ein bisschen familiäres Umfeld. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, alles sehr fokussiert, alles sehr am Limit. Technisch wie auch physisch und menschlich, und von daher ist wahrscheinlich Langstreckenrennen interessant. Was ich toll finde, ist diese Spannung, die eigentlich kontinuierlich linear ansteigt über 24 Stunden. Ja. Weil natürlich jede Runde kann ja jede Sekunde ein Ausfall passieren. Ja. Ja. Und wenn man erstmal 23 Stunden hinter sich hat, ist der Ausfall noch schlimmer, ne? Ja. Noch schmerzhafter. Als ja. Noch. Also das ist genau der Punkt. Also die Spannung, die bleibt viel länger, die hält viel länger an, die bleibt wie über 24 Stunden immer da. Es kann jeden Moment etwas passieren, man muss in jedem Moment darauf vorbereitet sein. Und das ist ein ganz spezielles Gefühl. Und wir hatten ja zeitweise innerhalb von zwei Wochen 24 Stunden Le Mans und 24 Stunden Nürburgring. Und zwei solcher 40-Stunden-Hämmer in einem Monat. Da war man bedient dann. Das ist schon, was man gemacht hat. Ja. Ne? Was hat dir mehr getaugt, Nürburgring oder Le Mans? Schwer zu vergleichen für mich. Le Mans ist für mich das größte Erlebnis in meiner Motorsportzeit, weil es das erste Rennen war, damals 99 Le Mans. Sie gleich gewonnen haben, ne? Wir haben gewonnen in einem spektakulären Rennen mit extrem starker Konkurrenz. Und wir waren alles andere als die Favoriten im Vorfeld. Wir haben das Ding gewonnen und es war für mich einfach ein umwerfendes Erlebnis, das ich so nie mehr hatte. Auf der anderen Seite Nürburgring, dann die Folge, die Tourenwagenrennen. Das ist noch mehr der Langstreckensport, wie man ihn sich vorstellt, weil es einfach noch familiärer zugeht. Man hat in einer Box mehrere Teams. Da sind neben dem Werksteam von BMW die Amateure XY, die mit ganz anderen Mitteln schrauben. Man hilft sich gegenseitig, hilft sich durch die Nacht. Also Nürburgring 24 Stunden ist für mich das Rennen, wo ich heute am liebsten noch mal hingehen würde zum Zuschauen, um dabei zu sein. Le Mans ist schon wieder ziemlich professionell. Ja, so geht das alles so durch. Ich meine, Sie haben mit der Formel 1 ab 2000 ja auch eine Zeit erlebt, wo das Familiäre eigentlich schon längst 20 Jahre zurücklag. Ne? Vermissen Sie das oder haben Sie dem manchmal so ein bisschen hinterher getrauert? Nein, weil ich es nicht gekannt habe. Aber ich kann Ihnen sagen, in den 10 Jahren, die ich dabei war, da ist das nochmal viel krasser geworden. Ist nochmal schlimmer geworden. Also ich habe 2000 als familiär erlebt. 2009 nicht mehr. Tatsächlich. Stellen Sie mal vor, wenn Sie jetzt da hingehen, das ist nochmal eine andere Welt wahrscheinlich. Kommt keiner mehr rein und alles durchorganisierter. Ich war so alle zwei, drei Jahre gehe ich nochmal zu einem Grand Prix. Aber ich sitze dann zwei, drei Tage im Paddock rum, sehe die früheren Kollegen hin und her flitzen. Die haben keine freie Minute. Die sehen sich auch untereinander nicht. Die rauschen nur zwischen Box und Motorhome hin und her, also Computern. Und
wenn man das alles mal selber erlebt hat, dann muss man das nicht haben. Also ich sehne mich nicht dazu, danach ein Wochenende im Paddock der Formel 1 zu verbringen.